Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Wir möchten heute zurückblicken auf den Monatswechsel, Quartalswechsel, den wir gesehen haben, die vergangene Handelswoche und natürlich dann den Blick nach vorne werfen auf die nun anstehende neue verkürzte Woche. Das wird dann die Osterwoche. Wir haben Karfreitag Börse geschlossen, zumindest in Deutschland und USA. Montag sind die Börsen auch noch teilweise geschlossen. Also leicht verkürzter Handel. Es stehen noch nicht sehr viele Impulsgeber an. Hätten Montag hätten wir noch den Auftragseingang der deutschen Industrie, dann erzeugende, produzierende Gewerbe Deutschland am Dienstag. Mittwoch und Donnerstag hätten wir die Notenbankprotokolle. Mittwoch die Fed, amerikanische Notenbank. Donnerstag das EZB-Protokoll. Sicherlich auch ganz interessant, wie diskutiert worden ist bezüglich der Corona-Krise. Was hätten wir noch? Hätten natürlich wieder die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe der Vorwoche USA, welche historische Werte erreicht hat. Mal schauen, ob dieser Anstieg weiter nach oben geht. Wäre auch Donnerstag und auch das Konsumklima USA würde Donnerstag anstehen. Freitag, wie gesagt, Feiertag an den großen Märkten. Asien hätte, glaube ich, teilweise geöffnet. Nun gut, wir haben den Monatswechsel gesehen, wir haben den Quartalswechsel gesehen und Bullen haben hier einen kleinen Sieg errungen, muss man einfach sagen. Das werden wir uns gleich mal im Shortbild angucken. Dieses Shortbild kennt er von mir schon sehr, sehr viele Monate. Das ist das Bild der letzten 20 Jahre. Nein, sind schon fast 30 Jahre, 25 Jahre knapp. Wir haben hier die Dotcom-Bubble, also 2000. Der Crash von über 70% ging jetzt nach unten. Hier haben wir die Finanzkrise 2008, 2009. Damals ging es minus 55% knapp nach unten. Dann die Notenbank Häuser liquiditätsgetrieben in den USA nach Punkten und nach Zeit die längste Hosse, die es jemals gab. Und ja, hier kam ne, Corona. Hier kam Corona. Alle waren extrem zuversichtlich. Es kann nur noch nach oben gehen. Es gibt keine Bärenmärkte mehr. Es kann gar keine Korrektur geben. Die Notenbanken fangen alles auf. Tja, und dann war sie plötzlich da. Da war der schwarze Schwan da. Und wir haben minus 40% innerhalb kürzester Zeit gesehen. Minus 40% hat der DAX in dieser Zeitperiode noch nie gesehen. So schnell ist das noch nie passiert. Und ich hatte euch gesagt, es wird entscheidend extrem wichtig, dass man hier die 9000, das ist die Bärenmarkt-Verbindungslinie, Dotcom-Bubble Finanzkrise, Verbindungslinie bei 9000 und eben auch knapp die 8100 sind die Hochpunkte aus Dotcom-Bubble und der Finanzkrise, dass diese unbedingt verteidigt werden müssen. Wir haben die 8.1 haben wir verteidigt und die 9000 haben wir ebenso verteidigt auf Monatsschlussbasis. Und damit haben die Bullen etwas die Chance, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich habe euch ja auch immer gesagt, die Bärenmärkte, ja, eigentlich dauert ja schon mal ein, zwei Jahre. Na gut, Virus ist so ein Sonderfall vielleicht, aber normalerweise die letzten muss man schon ein, zwei Jahre einplanen. Jetzt haben wir den Abverkauf von minus 40% innerhalb von 5 Wochen gesehen. Und Bruch der 8.1, dann wäre der Abverkauf weitergegangen. Also dann hätten wir nur die Hälfte der Bewegung gesehen. Jetzt haben wir die Chance, uns etwas zu stabilisieren, weil wir eben den Quartals- und den Monatswechsel oberhalb gesehen haben, dass man hier kämpft, volatil bleibt, kämpft, aber dass man jetzt nicht den direkten Abwärtssog weiter ausgesetzt ist, sondern dass man hier durchaus kämpfen kann. Und in der kommenden Woche werden die Bullen auch kämpfen müssen, denn der Test der 9000, der steht vermutlich an. Das ist hier dieses große Bild, was ich euch seit Monaten zeige. Ein zweites Bild passt dazu, der 3-Monats-Chart. Hier ist nochmal die Dotcom-Bubble, die Finanzkrise und hier der große Abverkauf. Hier ist der horizontale Support, haben wir fast erreicht. Und jetzt haben wir uns genau im unteren Bollinger Band bei 9.330 knapp. Ich finde es immer sehr interessant, wie diese übergeordneten Marken auch wunderbar ins kleine Bild reinpassen. Das ja die 9.330 ist nämlich auch die Nackenlinie der ISKS, die wir vor 2 Wochen ausgebildet haben. Auf der Oberseite 10.040, 10.300 wichtige Marken. Und wenn wir dort drüber springen würden, dann wäre sogar eine Bewegung Richtung 11.300, 11.500, so mittleren Bollinger Band möglich. Darüber, ja, dann wäre vielleicht der Bärenmarkt sogar schon wieder beendet. Das Bild hier, und wir haben auch auf Quartalschluss, haben ja durchaus wieder uns abgesetzt vom Support. Viele sehen jetzt den Weltuntergang, aber eigentlich war der Monatsschluss ziemlich gut und der Quartalsschluss, also auch die Kerze hier, deutet jetzt nicht an, dass jetzt massiv gleich weitergehen muss, dass man ja auf Gegenwert trifft. Natürlich ist
die Corona-Krise am Ende jetzt hier eine Verlängerung, Shutdown von weiteren 2 Monaten kommt, das ist nicht eingepreist, muss man ganz klar sagen. Dann wird es vermutlich den nächsten schwarzen Schwan geben. Das ist der Unsicherheitsfaktor, aber rein charttechnischer Natur. Oberhalb der 8.1 und oberhalb der 9.000 sogar haben die Bullen wirklich Chancen, hier reinzulaufen. 10.040 wieder mal, 10.300 und oberhalb wäre sogar noch ein Squeeze möglich. 11.000, 11.300, 11.500 wäre da auch möglich. Muss man ganz klar so sagen. Und es wird wirklich nur brenzlig, wenn wir die 9.000 wieder hergeben. Und sehr brenzlig wird es, wenn wir hier die 8.100 hergeben. Ja, dann haben wir ganz, ganz schwierige Monate haben wir dann vor uns. Dann kann es gut sein, dass man erst die Hälfte der Bewegung gesehen hat. Und dann musste man sich über Kurse bei 6.000 auch nicht mehr wundern. Aber das ist eben nicht passiert. Den Monatswechsel haben wir oberhalb gesehen. Das wichtige Support bei 8.1 verteidigt. Und um die 9.000 muss jetzt gekämpft werden. Aber wenn wir die verteidigen, haben die Bullen eben gut die Chance, die Spanne hier zur 10,3, 10,5 aktiv zu halten und im zweiten Schritt vielleicht wirklich Richtung 11,3 zu laufen. Also oberhalb der 9.000 haben die Bullen wirklich Chancen. Aber in der kommenden Woche steht eben der Test, die erste wichtige Bewährungsprobe dieser Zone an. Es deutet sich bereits an, dass dieser Bereich getestet werden muss, getestet werden möchte, und da darf man eben nicht wieder reintauchen. Ansonsten trübt sich diese Chance sehr schnell wieder ein. Aber oberhalb haben die Bullen Chance, hier Akzente zu setzen, nicht gleich irgendeinen neuen Bullenmarkt auszurufen, aber eben durch das Volatil seitwärts zu laufen, wo man 10,3 sehen kann und später vielleicht auch mal die 11,3 sehen kann, bevor es dann wieder heftige Rücksetzer geben kann. Läuft man hier einmal hier hoch, dann läuft man hier hoch und dann einmal rückwärts eine Bewegung Richtung Key Support bei 8,1 könnte ich mir dann vorstellen. Und da wären wir nämlich irgendwann auch diesen Zeitraum drin hier, den wir zur Finanzkrise gesehen haben oder zur Dotcom-Bubble. Wir haben Zeit gewonnen dadurch, dass wir die 8,1 und 9 verteidigt haben. Es ist möglich, in diesem Bereich jetzt hier volatil zu laufen. Volatil zu laufen, hier runter zu marschieren, auch nochmal die 8,1 wäre sicherlich dann möglich zum Ende hin dieses Bärenmarktes. Und diese Chance besteht aktuell nur unterhalb der 8,1 merken, dann wird es wirklich sehr brenzlig und dann können wir nach der Rekordhäuser auch einen Rekordbärenmarkt sehen. Nun gut, das war der Blick zum ganz großen Chartbild. Jetzt gehen wir wieder zu unseren Chartreihe über. Wir beginnen beim DAX Monatschart und gehen bis in den Tagesschart, um zu sehen, was uns in der kommenden Woche erwarten kann. Wir beginnen hier im DAX Monatschart. Jede Karte stellt nun einen Tag dar. Das wäre die Bärenmarkt-Verbindungslinie. Ich kann es ja euch noch mal kurz zeigen. Genau, hier, das ist die Unterverbindungslinie, das ist die obere. Die könnt ihr hier sehen. Hier ist die obere, hier ist die untere. Bloß jetzt hier im Monat schauen. Das war die Vormonatskerze, wo ich euch gesagt habe, so schlecht war der Schluss nicht. 8,1 verteidigt und die 9.000 sogar verteidigt. Und die Monatskerze sieht jetzt so nicht so negativ aus, muss man auch sagen. Sie deutet an, okay. Wie ich euch das schon mehrfach jetzt gesagt habe, Zeit gewonnen. Zeit gewonnen für eine volatile Seitwärtsphase. Und hier im Monatschart, die 9000er Bereich wäre eine wichtige Zone. Darunter knapp 8970. Auch noch so eine, diese fallende Trendlinie. Also 9000er Bereich, untere Unterkante und auf der Oberseite 10.040. Das erste Retracement und auch hier SM100 und EMA 100 Blau bei 10.330 und 510. Würde ich jetzt als neutrale Spanne für den Monat April sehen. Neutrale Spanne für den Monat April, diese Zone hier 9000 Richtung 10.040 und dann 10, 3, 10, 5 möglich. Oberhalb der 10, 5 wäre sogar, wie gesagt, Spike-Chancen Richtung 11, 3 und 11, 5 möglich, wie ich euch das eben gezeigt habe, im übergeordneten Bild. Aber wie gesagt, das hat Zeit. Das hat Zeit. Das ist nicht alles immer eine Bewegung von Tagen. Der Bärenmarkt ist jung. Und wir hätten das ganze Jahr Zeit, diesen zu erleben. Unterhalb der 9000 wird es hingegen wieder fragil und brenzlig. Wir haben als letzten Rettungsanker hier noch den EMA 200 bei 8685. Und dann das Retracement aus der Hosse-Bewegung, das 38,2er-Retracement bei 8250. Das hat uns aktuell aufgehalten, ne? Hier sind wir abgedreht. Das ist hier dieser wichtige Support-Cluster bei 8250, 8130 und eben auch von mir aus noch hier der SMA 200 bei 7985. Das ist dieser entscheidende Support-Cluster, den ich gesagt habe. 8,1 muss dringend verteidigt werden. Darunter setzt es wirklich eine massive Eindrückung. 7,6, 7,2, 7000 wäre dann der erste
neue Cluster, die man sehen würden. Weitere Richtung 6000 werden wahrscheinlich folgen, wenn eben die 8100 hier gegeben wird. Aber davor ist eben auch noch die 9000. Und diese 9000 ist erstmal im Blickpunkt. Neutrale Spanne, wie erwähnt, dieser Bereich. Oberhalb weitere Aufhellung Richtung F3. Unterhalb beginnt der Kampf um diesen wichtigen Support-Cluster, den ich eben euch benannt habe. Also, so schlecht sieht der Monatschart nicht aus. Die Bullen haben eine Chance. Es darf nur nicht schlimmer werden um Corona, vor allen Dingen wirtschaftlicher Sicht, dass der Shutdown nochmal verlängert wird, deutlich verlängert wird. Das darf einfach nicht passieren. Das ist nicht eingepreist. Das ist nicht eingepreist. Das ist die große Gefahr. Aber aus charttechnischer Sicht schaut es erstmal nicht so schlecht aus, wie ihr mehrfach erwähnt. Es schaut danach aus, dass wir Zeit gewonnen haben für einen volatilen Handel. Zoomen wir hinein in den DAX-Wochenchart. Jede Kerze stellt nun eine Woche dar. Das war unsere vergangene Handelswoche. Ich hatte euch gesagt, ziemlich eingekeilt. Kann diese vonstatten gehen? 10.040. Das Retracement war der erste Widerstand darüber. Knapp 10.270 haben wir nicht mehr erreicht. Bei 10.040 haben wir schon Schwächetendenzen gesehen. Dann hier unten die wichtige Zone. Retracement der 9.320 sollte der untere neutrale Bereich für die Wochenrange sein. Haben wir gesehen. Und dann haben wir auch den neutralen Wochenschluss gesehen. Haben wir aber im Trading auf Tradingportal natürlich darüber diskutiert. Und diese Kerze kann durchaus auch eine Gipfelkerze darstellen, die den Weg weist Richtung Zone 9030, 9050, 8970. Also wie gesagt, diese wichtige Supportzone könnte dann den Weg weisen, wenn man eben dann unter die 9320 fallen, wäre das hier unsere Wegstrecke, die man sehen können. Erste wichtige Unterstützung wären 9520 und 9000, ja, 9620, 9700. Das wäre schon der Bereich. Knapp 9700 wäre ein entscheidender Bereich für die kommende Woche. Oberhalb wird es wahrscheinlich nochmal eine Attacke Richtung 10.040, 10.300 geben, dass man diesen Bereich reinfallen könnte. Dann würden die Bullen noch ein bisschen kämpfen hier mit der Gipfelkerze. Unterhalb der 9.700 wäre eben die Spanne Richtung 9.525 und 9.460 zu 9.320 aktiv, diese Zone quasi. Und unterhalb der 3.20 geht es vermutlich zügig zum Test der Ausbruchszone bei 9000, welcher eben offen wäre und das, welche eben die Bewährungsprobe für die Bullen darstellt, können wir dort dynamisch abprallen. Dann ist wirklich die Chance gegeben, dass die neue Akzente auf der Oberseite setzen können mit neuer Attacke auf die 10.300 in den weiteren Wochen. Also unterhalb der 9,7, unterhalb der 9,520, Weg hier runter geebnet zu 9000, dort große Bewährungsprobe für die Bullen. Kann der Abpraller gelingen, dann können die Bullen neuen Mut schöpfen für weitere neue Attacken, neue Hochpunkte auch. Unterhalb hingegen wird es sehr brenzlig, speziell wenn wir auch den Wochenschluss dann unterhalb der 9000 sehen. Da wären wir halt wieder in diesem Cluster drin, den ich euch schon mehrfach benannt habe, Richtung 8200, 8100 und 7980. Dieser wichtige Kreuzsupport wäre eine große Gefahr. Also diese Ecke hier unten könnte in den Fokus rücken in der kommenden Woche und muss verteidigt werden. Schauen wir uns die Sachen noch im DAX-Tageschart an. Jede Kerze stellt einen Tag dar. Ist natürlich bei der heftigen Abverkaufsbewegung nur bedingt anzuwenden, aber es ist doch immer wieder etwas zu erkennen, auch dass der Abverkauf bei hohem Volumen stattfand und hier die Erholungsbewegung bei relativ schwachem Volumen. Das ist noch nicht der große Einstieg gewesen. Da viele kleine Tageskerzen haben bloß ausgebildet. Es ist die Luft einfach raus gewesen. Hier oberhalb der 10.000 sind wir mehrfach abgeprallt. Der Weg Richtung 9.000 ist ein bisschen offen. Wir haben ja die ISKS, weil wir eine ISKS ausgebildet haben. Hier wurde sie aktiviert, oben das Ziel erreicht. Und in der vergangenen Woche haben wir den Weg zurückgefunden zur Nackenlinie 9.320 mehrfach erwähnt. Und das wäre auch der erste entscheidende wichtige Bereich für die kommende Woche. Für den Montag kommt auch das mittlere Bollinger Band nach unten gelaufen, als zusätzlicher Widerstand. Am Montag wahrscheinlich bei 9.600 ungefähr. Darunter wäre die Spanne zu 9.525, 9.460 aktiv. Und darunter wieder die 9.320. Und bei Bruch der 320, also vorerst ist dieser Bereich aktiv am Montag,
dieser Zone aktiv. 9600, 9525, 9460, 9320. Ihr könnt diese, müsst ihr das nicht alles mitschreiben. Ihr könnt das alles auf tradingportal.net in den Wochenausblick könnt ihr diese alle nachlesen. Diesen Morgen, also Montag, dieser Bereich aktiv und unterhalb der 9320 wäre dann dieser Cluster wieder aktiv mit Zwischenmarke 9200. Aber dann wäre der Weg zu 9000 geebnet, wo im Training gekämpft werden muss. 40 verteidigt, wie mehrfach erwähnt, ist das Niveau für die Bullen gar nicht so schlecht, um neue Angriffe zu fahren. Oberhalb vom mittleren Bollinger Band hingegen, wenn wir oberhalb reinkommen, vielleicht sogar diese kleine Formation hier verteidigen könnten, es deutet sich nicht an, aber wenn, möchte es sei es trotzdem erwähnt, 9600, 9700 und dann wäre auch der Weg hier so 10.000 wieder geebnet, 10.040 und vielleicht dann sogar im zweiten Schritt 10.300, wenn wir dann hier oben reinkommen können, beziehungsweise zurücklaufen können, ins mittlere Bollinger Band nehmen können, dann ist die Chance gegeben, dass wir erst so 10.000 schauen werden unterhalb dieser Cluster aktiv, dieser Bereich hier bei Bruch der 9.320 hingegen die 9.000, welche dringend verteidigt werden muss. Oberhalb haben die Bullen wirklich die Chance, Zeit zu gewinnen für mehrere Angriffe, volatilen Handel. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man, zeichne euch mal gerne ein, diese Bewegung hier gesehen haben, dann der Rücksetzer, aktuell 9, haben wir gesehen, 9.320, aber wenn man die 9.000 auch noch sehen würde, wäre einfach sauberer. Verteidigen kann es eben gut sein, dass wir eine starke Erholungsbewegung sehen, vielleicht auch so einen Keil ausbilden könnten. Dann geht es im nächsten Schritt, wäre dann auch möglich, dass man dann auch zu 11.300 laufen könnte. Das wäre nicht unmöglich, dass man diese Marke auch mal sehen könnten. Unterhalb der 9.000 hingegen, wenn wir die wieder hergeben, muss hier unten gekämpft werden, ganz dringend, extrem gekämpft im 8.100er Bereich. Von dort ist natürlich auch nochmal ein Abpraller möglich. Also im Idealfall für die Bullen fahren wir hier nicht mehr rein so schnell und in den 9.000, sondern kämpfen uns in diesem Bereich oberhalb der 9.000, 10.000 und später auch bis zu 11.000 etwas volatil hin und her, bevor dann im späten Bärenmarkt dann nochmal ein Rücksetzer, ein tiefer Rücksetzer folgen kann und quasi den Bärenmarkt dann mit einem Krabum nochmal abschließen kann. Die Zeit hätten wir eigentlich, wie erwähnt, wir sind sehr, sehr schnell gewesen, jetzt innerhalb von 5 Wochen 40% zurückgelegt. Das ist viel. Durch den Monatsschluss oberhalb der 9.000 ist die Chance gegeben, dass die Bullen sich zumindest eine volatile Seitwärtsphase retten können, Zeit gewinnen, um dann ja auch den Bärenmarkt in der Dimension Zeit auch voll auszufüllen. Wie gesagt, eigentlich hätten wir das ganze Jahr 2020 dafür Zeit. Und 9.000 ist erstmal im Fokus. In der kommenden Woche, 9.320, wichtige Zwischenmarke. Ich habe es euch hier gezeigt. Diese Bereiche, in denen wir uns bewegen, in der kommenden Woche, die ihr auch auf tradingportal.net nachlesen könnt. Dieser Bereich Anfang aktiv zur kommenden Woche unterhalb der 9.320 ist der große Kampf, die große Bewährungsprobe für die Bullen eröffnet. Wir werden sehen, ob sie diese bestehen können. Wenn ja, haben sie durchaus Zeit, in dem Frühling mehrere Akzente zu setzen und diese sehr schlechte Laune an den Märkten ist wirklich, wenn man sieht, es kann gar nicht schlechter ausfallen, wenn man die ganzen Analysen so liest und auch die Einschätzung einzelner Leute. Es ist ein sehr pessimistisches Bild, wird gemacht, sicherlich auch nicht ohne Grund, insbesondere wenn der Shutdown lange anhalten wird, dann ist dies auch berechtigt, aber wenn nicht, wenn es irgendwie plötzlich Licht am Tunnel zu sehen ist, am Ende des Tunnels, ja, und die 9000 hält, wie gesagt, dann würde ich die Bullen nicht abschreiben. Oberhalb der 9000. Gerüst ist fragil, weil die Lage noch fragil ist, aber plötzlich ein Impfstoff da. Shutdown muss nicht verlängert werden und die 9000 hat gehalten. Dazu extrem viel Notenbankgeld. Ja, 10.300, 11.300, die ich euch gezeigt habe, wären dann durchaus Möglichkeiten für diesen volatilen Seitwärtshandel ins Jahr hinein. Später sicherlich auch nochmal, wie erwähnt, ein heftiger Rücksetzer. Aber die Zeit hätten wir eben. Sollte man einfach nicht vergessen, dieser pessimistischen Lage. So schlecht war der Monatsabschluss nicht. Die Bullen stehen jetzt unter Bewährung und werden in der kommenden Woche zeigen müssen, ob sie denn wirklich etwas Kraft haben. Nun gut, ich möchte das Video nicht weiter ausdehnen. Auf tradingportal.net im Trading-Chat können wir wie immer darüber gerne den ganzen Tag diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und wir sehen uns dann am Montag wieder im Chat. Vielen Dank und ciao.